Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Medieval Dynasty auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine kleine Wanderung gemacht und zwar sind wir jetzt hier oben in Branica und wir haben hier in Baranica eine Quest angenommen, nächtliche Jagd. Da sollen wir ja, Tiere nachts jagen. Ich denke mal, dass es Wölfe sind, aber ich lasse mich mal überraschen. Wir haben es jetzt abends 18:08 Uhr und ich bin gespannt, was Warte auf den nächsten Abend bedeutet. Ob das 20 Uhr ist, 22 Uhr, aber wir laufen jetzt einfach mal rüber und schauen mal, wann hier das Ganze beginnt. Die nächtliche Jagd. Wir sammeln hier noch so ein bisschen Breitwegerich ein. Den kann man ja immer gebrauchen. Neues Level überleben. Sehr schön. Trinken noch eine Runde. Oder auch nicht. So. Was können wir denn jetzt auswählen? Hier haben wir ja schon zwei Punkte. Fischer. Wassertänzer. 10% weniger Schaden. Das ist natürlich, ja, das ist schön. Athlet, 10% langsamerer Ausdauerverbrauch. Das ist immer nützlich. Überhaupt noch was zu essen dabei? Wir haben 6 Edelkreizker. Riesenschirmpilze haben wir noch. Röhrenpilze haben wir. Vielleicht noch so ein paar Pilze sammeln. Hier sind aber gar keine. Bin gespannt, was wir machen müssen. Was wir denn jagen müssen. Haben wir überhaupt noch? Ja, Speer haben wir noch. Auch schön, wie die Namen hier verteilt sind. Da ist Alina. Vorhin hatte ich eine, die hieß Norberta. Da unten ist in Norberta. Das ist aber auch ein sehr schöner Name für eine Frau. Norberta. So wollte ich mein Kind auch schon immer nennen. Auch schön, wie hier drinnen das Feuer flackert, ne? Der Schein des Feuers. Sehr schön. Nehmen wir noch einen Pilz. Das ist ein Fliegenpilz, ne? Ja. Den sollten wir lieber nicht essen. Hat hier denn noch jemand was zu essen für uns? Wir gucken jetzt einfach was kaufen. Norbert, was hast du Schönes? Dünger, Kohl, na. Kohl hat er. Das passt doch. Kaufen wir mal alle. Ziemlich schwer, ne? Aber okay, kaufen wir mal 4 Stück. Warte auf den nächsten Abend. Ist doch schon Abend. Amerika. 18. Oh. Hast du einen Moment Zeit? Okay. Na, die ist aber stur. Die möchte nicht. Mischko. Aber leicht zu beeindrucken.
Ich hoffe ja wirklich, dass das jetzt um 8 losgeht. Abend beginnt bei mir um 18 Uhr. Sehr schön. 14. Ah, bis 14 Uhr. Eberwolf, Bär, Eber. Eberwolf, Bär, Eber. Also wir sollen 7 Tiere jagen. So verstehe ich das. Schauen wir mal, was uns so vor die Flinte läuft. Die haben auf jeden Fall noch Pilze. Die kann man mal schön mitnehmen. So. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Eber, Wölfe und Bären. Oha. Na, vielleicht sollten wir die Fackel einpacken. Ich weiß, dass hier hinten auf jeden Fall Wölfe sind. Schauen wir mal da hinten. Ich verstehe das jetzt so, dass wir bis 14 Uhr den nächsten Tag Zeit haben. Da hinten ist schon mal ein Wolf. Komm mal her, du. Knapp. Machen die jetzt mehr Schaden oder wie? Boah, der hat aber ordentlich zugebissen. Da würde ich doch lieber hier das Stöckchen nehmen. Zum Werfen. Ein Wolf haben wir. Bären habe ich noch gar nicht gesehen in dem Spiel. Ich glaube, das möchte ich auch nicht so wirklich. Ich würde dann doch lieber Eber und Wölfe bevorzugen. Moment sehe ich gar nichts. Nee. Nix da. Ist doch immer so, wenn man die Tiere braucht, kommen sie nicht. Oder doch. Passt doch. Okay. Nummer 2. Und wo ein Wildschwein ist, ist das zweite nicht weit. Jagen wäre ja auch gar nichts für mich. Ganze Nacht im Dunkeln irgendwo rumsitzen und warten, dass einem Tier irgendwie vor die Flinte läuft. Okay, hier habe ich auf jeden Fall schon mal Wölfe gesehen, als wir bei dem Guten hier waren. Da hinten bei seiner Hütte. Da hinten. Nummer 3. Hab ich mich doch nicht getäuscht. Da ist noch einer. Da wären es schon 4.
denke mal, das kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Es war jetzt nicht so schön, so viele Tiere zu killen. Aber wir wissen ja, dass die Wölfe das eine Dorf auch bedrohen. Deswegen schaden kann es nicht. Oh, daneben. Oh, 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 oh. Eieiei. Die werden... Kann das sein, dass die mit der Zeit stärker werden? Da ist noch einer. Da hinten. Kommt der? Nein, erstmal schnell. Häuten. Eieiei. Wo sind unsere Speere da? So. Da ist er. Schon so ein bisschen der Stift. Einen brauchen wir noch. Wusste ich doch, dass hier Wolfsgebiet ist. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Scheiße, wir haben gleich keine Axt mehr. Speere machen. Auf, jetzt kommt kein Wolf. Zuweisen. Steinaxt. Brauchen wir Steine? Wir brauchen Steine. Federn? Nee, Federn nicht. Wir brauchen Steine. Oh, oh. Keine Axt mehr. Oh. Geschafft. Trotzdem würde ich mir gerne eine Axt machen. Steine, Steine. Hier haben wir einen. Noch einen, noch einen, noch einen. Steine, wo seid ihr? Stöcker? Ich weiß gar nicht, ob wir genug Stöcker haben. Ich bin gerade so ein bisschen... Stein, Stein. Okay. Noch einmal die Axt, bitte. Mal rüber ins Dörfchen zu Norberta. Die Axt auf die 2. Okay, knapp 4 Stunden gebraucht. Das Dorf ein bisschen sicherer gemacht. Ich glaube, dass es auch Sinn macht, so früh wie möglich in diese Ausdauergeschichte zu investieren. Pilze sammeln. Weil umso weniger Ausdauer man verbraucht, umso länger kann man auch rennen. Solange es noch keine Pferde im Spiel gibt oder Kutschenwagen und sowas, soll es ja dann auf jeden Fall Pferde irgendwann geben. Ist das, glaube ich, so die beste Methode. Längere Strecken im Sprint zurückzulegen. Und ist ja auch immer dieser Nervenkitzel bei dem Spiel, ne? Klar kann man immer speichern zwischendurch, aber wenn man stirbt, ist es vorbei. Und das eben habe ich schon so ein bisschen Bammel gehabt, dass das nach hinten losgeht. Ich hau mir mal ein paar Kohl rein hier. Ein Kohl und ein paar Edelkreuzer noch. Röhrenpilze. So. Reicht erstmal. Und
ganz wichtig ist es auch immer, diese Nebenquests zu erledigen, bevor die nächste Jahreszeit beginnt. Weil wenn man die nicht schafft, kriegt man Minusreputation. Ist natürlich nicht gut. Weil Reputation will hart erarbeitet sein. So, Norberta. Sag mal nicht, du bist im Bett. Scheint mir aber fast so. Ja. Okay, können wir trotzdem ansprechen. Ich bin die Tiere losgeworden, wie du es wolltest. Das habe ich bemerkt. Dank dir haben alle gut geschlafen. Hier für deine Mühe auch ein Extra von mir. Sehr schön. Nächtliche Jagd. Wir haben hier in Borofo haben wir noch eine Quest. Ich habe mir hier übrigens auch Leinsamen gekauft. Können wir nämlich auch Leinsamen anbauen. Nächsten Frühling. Dann gehen wir mal hier runter nach Borovo. Schauen wir mal, was die von mir möchten. Wo können wir eigentlich einsehen? Im Management, ne? 191 Reputation. Steuer müssen wir dann für dieses Jahr 55 zahlen. Bevölkerung haben wir noch gar keinen. Hier sehen wir halt unsere Bewohner. Hier sehen wir unsere Häuser. Zustand des Hauses muss man zwischendurch auch reparieren. Wie viel Steuern das kostet. Wie viele Leute da reinpassen. Dann haben wir hier unsere Landwirtschaft. Was da gerade angebaut wird. Viehzucht, aber das ist alles Zukunftsmusik. Und im Moment ist wirklich so eine Phase, es ist viel durch Gegengerinne. Oh oh. Der hat gesessen. Das ist ein Bär? Nein, ein Hirsch. Ein Hirsch. Mist. Mist, Mist, Mist. Daneben. Da ist noch einer. Ganz leise. Nicht der geborene Jäger, glaube ich. Aber ist im Moment auch nicht so wichtig. Wir haben jetzt erstmal genug Fleisch und Pelz und Leder. Das heißt genug. Erstmal ein wenig. So einen guten Eindruck, hier mit gezogenem Speer ins Dorf zu kommen. Hier haben wir Inga. Hey Inga. Die will nicht mit ihr sprechen. Ja, gehen wir nochmal zurück ins Dörfchen. Packen wir unsere Sachen da mal in die Truhe. Können wir uns hier gleich waschen und auch mal eine Runde trinken.
ist halt auch ein ganz anderes Feeling, wenn es Nacht ist, ne? Ich meine, früher im Mittelalter gab es halt nur die Fackel. Mehr gab es da nicht. Um sich alles auszuleuchten, so in seiner unmittelbaren Umgebung. Ist nicht wie heute, dass man da eine dicke Taschenlampe auspackt und dann alles abstrahlt. So ist das nicht gewesen damals. Wie eine Quest. Ne, das sah nur so aus, als gäbe es in einem Dörfchen eine Quest. Home sweet home, wir sind wieder da. Puh, das ging ja nochmal gut. Packen wir erstmal hier in die Truhe unser Leder, unser Pelz, den einen Stock, die Feder, das Fleisch machen wir hier drüben. Hinein. Ich glaube, wir können sogar. Genau, wir haben noch Karotten. Wir haben noch Kohl. Mehr Fleisch. Da können wir doch glatt nochmal kochen. Machen wir noch ein bisschen Suppe. Winter wird lang. Ein paar vorgekochte Suppen für den Winter können da nicht schaden. Kann übrigens immer mal passieren, dass zwischen den Folgen mal so 2-3 Tage Luft ist. Das heißt aber nicht, dass das Projekt eingestampft ist. Ich hatte jetzt nämlich schon wieder 2-3 Nachfragen. Wann geht's denn weiter? Wann geht's denn weiter? Keine Angst, das ist ein Spiel, was ja auch auf längere Sicht angelegt ist und das werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Dafür macht es mir auch einfach viel zu viel Spaß. So, packen wir wieder hier rein. Die gute Suppe. Alle. Die Karotten auch. Den Kohl. Fliegenpilz können wir mal vernichten, hätte ich fast gesagt. Suppen nehmen wir uns mal 5 Stück mit. Genau. Leinsamen können wir auch erstmal reinpacken. Pilze haben wir auch noch genug. So, und ich wollte eine Falle bauen, und zwar so eine Vogelfalle. Vogelfalle, Stöcker und Steiner brauchen wir da. Das gibt nämlich Federn. Steine. 4. Und Stöcke 4. So. Und dann können wir uns nämlich eine Vogelfalle basteln. Oh, perfekt. Wo macht man denn das hin? Auf dem Boden? Machen wir doch auf dem Boden, oder? Auf dem Baumstumpf? Geht das auf dem Baumstumpf? Nee. Wo macht man denn eine Vogelfalle hin? Kann man ja nur auf dem Boden machen, ne? Stellen wir mal hier hin. Oh, eine. Die zweite gleich daneben. Ach, man kann nur eine Vogelfalle gleichzeitig haben. Das ist ja auch interessant. Unsere Hasenfalle. Hat auch wieder einen Hasen gefangen.
da brauchen wir noch ein paar Stöcker, aber das sollte ja hier jetzt nicht das Problem sein. Hier haben wir ja genug Kiefernzweige. So. Machen wir hier einfach direkt daneben. So. Es wird wieder hell. Das ist sehr schön. Und immer alles schön in die Truhe packen. Da verdirbt das nämlich nicht. So, perfekt. Okay. Würde ich sagen, dann war es das schon für diese Folge. Wir sind jagen gegangen. Röhrenpilz können wir uns mal reinhauen. Und noch ein paar Riesenschirmpilze. So, perfekt. Wir sind jagen gegangen. Haben ein paar Fallen gebaut. Haben den Leuten was Gutes getan. Und ich denke, dass wir dann in der nächsten Folge im Winter weitermachen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.